Verstanden ist der gute Hirt, er gab sein Leben für die Schafe, er ist für seine Herde gestorben, Halleluja. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Liebe Schwestern und Brüder, wir hören heute in der Lesung in der Apostelgeschichte einen interessanten Bericht. Paulus und Barnabas sind unterwegs und sie treffen auf einen Mann, der von Geburt an gelähmt war. Und Paulus heilt diesen Mann. Er wird wieder gesund, er kann umhergehen. Die Menschenmenge, die das mitbekommt, ist aufgebracht und sie hält Paulus und Barnabas für Götter. Sie sagen, die Götter sind in Menschengestalt zu uns herabgestiegen und den Barnabas, so heißt es, nennen sie Zeus, den Paulus aber Hermes. Und selbst die Priester des Zeus, wie es heißt, halten die beiden für Götter und sie kommen und wollen Opfer darbringen. Stellen wir uns diese Szene vor. Die beiden werden für Götter gehalten, vor den Menschen verehrt. Die Menschen wollen ihnen opfern. Welch angenehmes, prächtiges Leben hätten sie führen können, so als verehrte Götter. Aber Paulus und Barnabas erliegen nicht dieser Versuchung eines perfekten, angenehmen Lebens, sondern sie sagen zu den Leuten, was tut ihr? Was tut ihr? Und sie sagen, wir sind doch keine Götter, wir sind gekommen, um euch das Evangelium zu verkünden, dass ihr diese nichtigen Götter ablehnt, dass ihr diesen Glauben an diese nichtigen Götter ablehnt, dass ihr an den wahren Gott glaubt, den Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat, der seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt gesandt hat. Sie erliegen nicht der Versuchung eines angenehmen Lebens, sondern sie verweisen ganz klar auf Jesus Christus, sie verweisen ganz klar auf Gott. Und damit geben sie auch uns als Christen ein Beispiel, dass es nicht uns darum gehen soll, ein möglichst angenehmes Leben zu führen, vor den Menschen in hoher Ansehen zu stehen, sondern durch unser Leben, durch unsere Taten, durch unsere Worte auf Jesus Christus zu verweisen, die Menschen zu ihm zu führen. Bitten wir den Herrn zu Beginn dieser Eucharistiefeier um sein Erbarmen. Erbarme dich, Herr unser Gott, erbarme dich, denn wir haben vor dir gesündigt. Erweise, Herr, uns deine Huld und schenke uns dein Heil. Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Sünden gewähre uns der allmächtige und barmherzige Herr. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Lasset uns beten.
Gott, unser Herr, du verbindest alle, die an dich glauben, zum gemeinsamen Streben. Gib, dass wir lieben, was du befiehlst, und ersehen, was du uns verheißen hast, damit in der Unbeständigkeit dieses Lebens unsere Herzen dort verankert seien, wo die wahren Freuden sind. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Amen. Lesung aus der Apostelgeschichte. In jenen Tagen, als die Apostel merkten, dass die Heiden und die Juden von Ikonion zusammen mit ihren Führern entschlossen waren, sie zu misshandeln und zu steinigen, flohen sie in die Städte von Lykaonien, Lystra und Derbe und in deren Umgebung. Dort verkündeten sie das Evangelium. In Lystra war ein Mann, der von Geburt an gelähmt war. Er saß ohne Kraft in den Füßen da und hatte nie gehen können. Er hörte der Predigt des Paulus zu. Dieser blickte ihm fest ins Auge, und da er sah, dass der Mann darauf vertraute, gerettet zu werden, rief er laut: »Steh auf, stell dich aufrecht auf deine Füße!« Da sprang der Mann auf und ging umher. Als die Menge sah, was Paulus getan hatte, fing sie an zu schreien und rief auf Lykaonisch: »Die Götter sind in Menschengestalt zu uns herabgestiegen.« Und sie nannten den Barnabas Zeus, den Paulus aber Hermes, weil er der Wortführer war. Der Priester des Zeus vor der Stadt brachte Stiere und Kränze an die Tore und wollte zusammen mit der Volksmenge ein Opfer darbringen. Als die Apostel Barnabas und Paulus davon hörten, zerrissen sie ihre Kleider, sprangen unter das Volk und riefen: »Männer, was tut ihr? Auch wir sind nur Menschen von gleicher Art wie ihr. Wir bringen euch das Evangelium, damit ihr euch von diesen nichtigen Götzen zu dem lebendigen Gott bekehrt, der den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen hat und alles, was dazugehört. Er ließ in den vergangenen Zeiten alle Völker ihre Wege gehen, und doch hat er sich nicht unbezeugt gelassen. Er tat Gutes, gab euch vom Himmel her Regen und fruchtbare Zeiten, mit Nahrung und mit Freude erfüllte er euer Herz.« Doch selbst mit diesen Worten konnten sie die Volksmenge kaum davon abbringen, ihnen zu opfern. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Nicht uns, o Herr, bring zu Ehren, nicht uns, sondern deinen Namen. In deiner Huld und Treue, warum sollen die Völker sagen: »Wo ist denn ihr Gott? Unser Gott ist im Himmel.« Alles, was ihm gefällt, das vollbringt er. Die Götzen der Völker sind nur Silber und Gold. Ein Machwerk von Menschenhand, seid gesegnet vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Himmel ist der Himmel des Herrn. Die Erde aber gab er den Menschen. Thank you.
Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der Heilige Geist wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was er euch gesagt hat. Halleluja. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, wird von meinem Vater geliebt werden. Und auch ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Judas, nicht der Judas Iskariot, fragte ihn: Herr, warum willst du dich nur uns offenbaren und nicht der Welt? Und Jesus antwortete ihm: Wenn jemand mich liebt, wird an meinem Wort festhalten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Wer mich nicht liebt, hält an meinem Wort nicht fest. Und das Wort, das ihr hört, stammt nicht von mir, sondern vom Vater, der mich gesandt hat. Das habe ich zu euch gesagt, während ich noch bei euch bin. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Jesus Christus, der gute Hirt, ist für seine Herde gestorben und auferstanden. Ihn bitten wir. Für das Volk Gottes, dass es am Wort Jesu festhält und sich an alles erinnert, was er gesagt hat. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle Menschen, die nicht an Gott glauben, dass sie sich hinwenden zu Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die ihren Halt in irdischem Glück suchen, dass ihre Herzen dort verankert seien, wo die wahren Freuden sind. Wir bitten dich, erhöre uns. Für unsere Gemeinden, dass wir ersehnen, was du uns verheißen hast. Wir bitten dich, erhöre uns. Gott, unser Vater, lass uns lieben, was du befiehlst, und höre auf unser Gebet durch Christus, unseren Herrn. Amen. Thank you.
Lasset uns beten. Herr und Gott, lass unser Gebet zu dir aufsteigen und nimm unsere Gaben an. Reinige uns durch deine Gnade, damit wir fähig werden, das Sakrament deiner großen Liebe zu empfangen, durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie, mein Herr. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater, in diesen Tagen freudig zu danken, da unser Osterlamm geopfert ist, Jesus Christus. Als er seinen Leib am Kreuz dahingab, hat er die Opfer der Vorzeit vollendet. Er hat sich dir dargebracht zu unserem Heil. Er selbst ist der Priester, der Altar und das Opferlamm. Durch ihn preisen wir dich in österlicher Freude und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, 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 Gott, Herr aller Mächte und Gewalten, erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe. Hochgelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Dein Tod, o Herr, erfüllen wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst, den Herrn der Welt. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vor allem mit unserem Papst Franziskus, unserem Erzbischof Rainer und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre,
jetzt und in Ewigkeit. Amen. Dem Wort unseres Herrn Erlösers gehorsam und getreu seiner göttlichen Weisung wagen wir zu sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Am Ostertag trat Jesus in die Mitte seiner Jünger und sprach den Friedensgruß. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, du Sieg über Sünde und Tod. Schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Lamm Gottes. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. So spricht der Herr: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt ihn gibt, gebe ich ihn euch. Halleluja.
Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt ihn gibt, gebe ich ihn euch. Halleluja. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du hast uns durch die Auferstehung Christi neu geschaffen für das ewige Leben. Erfülle uns mit der Kraft dieser heilbringenden Speise, damit das österliche Geheimnis in uns reiche Frucht bringt, durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Es segne und behüte euch der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott dem Herrn.